Vor anderthalb Jahren waren wir mal mit meiner Frau in München und von München sind wir dann noch in südlich ein bisschen gefahren mit unseren Freunden und sind in die Berge gegangen. Und seitdem bin ich richtig auf Geschmack gekommen zu wandern. Und ich mag es wirklich auch mit meiner Frau Lilly unterwegs zu sein und merke, wie gut es für uns jetzt tut. Früher habe ich das nicht so gemerkt, aber im Moment merke ich, dass es wirklich auch körperlich für uns gut tut. Also wahrscheinlich hängt es vom Alter ab, ich weiß es nicht genau, aber es tut gut. Und wo wir da unterwegs waren in den Alpen, da haben wir den höchsten Berg Deutschlands gesehen, die Zugspitze. Und ich habe den Satz gesagt, ja, so hoch ist es ja nicht, also ich würde auch da hochgehen. Ja, gesagt, dazu muss man dann auch stehen. Und so haben die Freunde uns ernst genommen, haben gesagt, okay, und meine Frau hat mich auch ernst genommen, hat gesagt, okay, dann wollen wir mal auf die Zugspitze gehen. Und so haben wir gesagt, ja, dafür müssen wir so ein bisschen noch üben. Und so sind wir im letzten Jahr zu Hause, also in Porta Westfalica leben wir, wer da schon vorbeigefahren ist, da sind ja keine richtigen Berge, da sind so paar Hügel sind da, aber paar Hügel sind schon da. Und wir sind mal ab und zu rausgegangen und diese Hügel hochgestiegen und runtergestiegen und haben gedacht, jetzt sind wir fit für die Zugspitze und letzten Sommer sind wir dahin gefahren. Nun gesagt, getan, wir sind auf die Zugspitze gegangen, aber die Zugspitze, die so nah schien uns von unten, war doch etwas weiter, als wir dachten. Also wir waren 8, fast 9 Stunden unterwegs, von frühen Morgens bis nachmittags waren wir unterwegs. Und unterwegs habe ich gemerkt, dass es nicht nur auf kurze Power ankommt, dass man dauerhaft diese Power aufbringen muss. Und ich habe gemerkt, besonders am letzten Stück, dass mein Körper will gar nicht mehr. Meine Muskeln wollen gar nicht mehr. Mit jedem Schritt, den ich tat, dachte ich, jetzt bekomme ich einen Krampf. Ich falle um, entweder tot oder der Hubschrauber muss kommen und mich abholen. Ich werde nicht freiwillig noch mal nach unten gehen. Also es war wirklich anstrengend. Nun, Gott hat die Gnade geschenkt. Wir haben auch die Zugspitze erreicht. Irgendwann nach 9 Stunden waren wir dort und haben natürlich die Aussicht genossen und haben einfach gejubelt und uns gefreut, dass wir das geschafft haben. Power oder Dauer? Ich habe in den letzten Tagen mich auch mit dem Lukas-Evangelium auseinandergesetzt und habe eine Begebenheit gelesen, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist. Und zwar, wo Jesus seine Jünger aussendet und wo er ihnen Vollmacht gibt und sagt, geht, verkündigt das Evangelium, seid Zeugen und nach diesem Einsatz kommen sie dann zurück. Und ich möchte diese Verse gerne lesen. In Lukas Evangelium Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nun, viele von uns kennen die Ich-Worte von Jesus, die 7 Ich-Worte, die im Johannesevangelium uns berichten sind. Ich habe uns heute menschliche 5 Ich-Worte mitgenommen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns wirklich dazu stehen kann und sagen kann, ja, ich bin auch damit gemeint, die Ich-Worte. Worte. Und das erste Ich-Wort ist, ich bin ein Gesandter. Jesus sendet hier seine Jünger aus. Er gibt ihnen einen Auftrag. Ich bin ein Gesandter.
Und ich habe mir gefragt, warum die 72? Ich habe natürlich auch die Parallelstelle dazu gelesen im Matthäusevangelium. Dort ist sehr, sehr ähnliche Geschichte berichtet, aber dort sendet Jesus nur 12 Jünger aus. Und da festgestellt, dass Matthäus, er schreibt ja eher an die Juden. Und er hat die Juden im Fokus. Und dort unterstreicht er, dass er die 12 aussendet zu den 12 Stämmen Israels. Lukas demhingegen schreibt an die größere Zuhörerschaft, und zwar an die Heiden. Und hier nennt er 72, die Zahl 72. Nun, wir wissen, dass im Judentum oft die Zahlen etwas bedeuten. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet diese Zahl? Warum 72? In einigen Schriften ist sogar die Zahl 70, aber überwiegend in alten Schriften steht die Zahl 72. 70, 72, aus welchen Gründen auch immer, aus Zeitgründen werde ich jetzt darauf nicht eingehen. Aber was mir aufgefallen ist, dass auch im Alten Testament schon diese Zahl 70 öfters vorkommt. Wo Mose dann das Volk rausführt, lesen wir immer von den 70 Ältesten, die zusammenkamen, um einfach das Volk zu regieren oder zu führen oder zu leiten. Oder auch unser Leben soll 70 Jahre bestehen. Ja? Unser Leben ist 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Warum 70? Warum nicht 120? Warum nicht 150? Nun, ich weiß jetzt nicht, wie alt die älteren Menschen heutzutage sind, aber ich habe einfach nachrecherchiert und gelesen, dass im Judentum die Zahl 70 die Vollständigkeit bedeutet. Jesus schickt die Jünger aus und er will vollständig alle Nationen dieser Welt erreichen. Und diesen Gedanken merken wir schon in 1. Buch Mose in Genesis Kapitel 10. Nach der Sintflut ist dort eine Völkertafel aufgeschrieben, also die Nachkommen Noahs. Und sie sind aufgeschrieben von Stämmen und Völkern, die damals da waren. Und es waren 70 Völker, die dort aufgezählt sind. Und ich dachte, das ist eine interessante Parallele, die hier bei Jesus zu merken ist, dass er sagt, ich schicke euch zu allen Völkern. Ich will, dass alle Menschen das Evangelium erreicht werden. Ich bin ein Gesandter. Bist du auch ein Gesandter Gottes zu allen Völkern? Und wisst ihr, nur wenn man unterwegs ist, erlebt man wirklich Gottes Wunder. So wie die Jünger damals. Sie kamen zurück und berichteten und sagten, Jesus, wir haben getan das, wofür du uns geschickt hast. Und wir haben erlebt, dass die Dämonen wirklich uns untertan sind. Wir erleben Gottes Segen. Wir erleben Gottes Gegenwart, wenn wir im Auftrag die Gesandten Gottes sind. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr das auch sagen könnt von eurem Leben. Ich bin ein Gesandter Gottes in meinem Leben, in meiner Umgebung. Und nicht nur in meiner Umgebung, sondern die 70 sind das Ziel Jesu. Jesu will, dass wir alle Menschen erreichen. Und übrigens, bei unserem Missionswerk denken wir nur durch unseren Namen täglich daran, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Dann sagt er hier, ich bin im Gebiet des Feindes. Wir lesen hier, dass die Jünger kommen zurück und sagen, ja, der Teufel ist untertan. Und dann sagt Jesus, holt sie einfach auf den Boden und sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz runterfallen. Er ist mitten unter euch. Auch wenn ihr denkt, wenn ihr hier und da wirklich diese Siege erlebt, diese Aktionen habt, trotzdem ist er mitten unter euch. Er ist noch am Wirken. Er ist noch präsent. Das ist sein Spielball. Diese Welt ist sein Spielraum, wo er der Fürst dieser Welt ist. Und ich möchte jetzt nicht einfach den Teufel an die Wand malen und trotzdem möchte ich uns sensibel machen dafür, dass wir immer noch im Gebiet des Feindes wirken. Dass der
Teufel versucht, alle Register zu ziehen, um uns einfach aus der Bahn zu werfen. Und oft denken wir, wenn wir diese Stelle lesen, denken wir an irgendwelche übernatürliche Sachen. Und ich kann nur berichten, auch die passieren heutzutage auf den Missionsfeldern, auch hier in Deutschland, dass Gott wirklich sich bekennt und dass Menschen frei werden von verschiedenen dämonischen Bindungen. Aber wie sieht es aus, wenn wir es klein runterbrechen in unser Leben? Wie sieht es aus mit unseren, ich sag mal so, kleinen Dämonen, Kleingeistern in unserem Leben? Wie sieht es mit unserer Gemütlichkeit aus? Wie sieht es mit unserer Trägheit in unserem Leben aus? Und ich glaube, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, sie waren auch sehr unterschiedlich und sie hatten auch wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt. Sollen wir es tun? Sollen wir es nicht tun? Ich glaube, sie waren genauso wie wir heute mit denselben Herausforderungen, mit denselben Zweifeln, mit denselben Ängsten. Und Jesus sagt, ich gebe euch die Macht. Ich gebe euch die Macht, über diese Geister wirklich zu herrschen. Und auch heute gibt er uns die Macht, wenn wir unterwegs für ihn sind, wenn wir diese Gesandtschaft ausführen, gibt er uns die Macht, über unsere Schatten zu sprengen. Er gibt uns die Macht, mit unseren Ängsten klarzukommen, mit unserer Trägheit klarzukommen, mit unserem Egoismus klarzukommen. Er gibt uns die Macht, wirklich nach vorne zu gehen und zu schauen. Und bevor wir große Fische an Land ziehen können, müssen wir erstmal lernen, klein zu fischen, Köder aufzuziehen. Ich weiß, dass Rudi ein leidenschaftlicher Angler ist und schon große Fische gezogen hat. Aber dazu gehört auch, dass wir sehr viel kleine Dinge machen. Und lass uns doch anfangen, in unserem Alltag über kleine Dinge wirklich zu siegen. Wir sind im Gebiet des Feindes, auch in unserem Alltag. Und deswegen lass uns über diese Geister herrschen. Und Gott hat uns diese Vollmacht gegeben. Wir sind befähigt von ihm. Er lässt uns nicht alleine. Das ist das Wunderbare. Gott gibt uns diese Vollmacht. Gott befähigt uns. Gott hat jeden von uns so wunderbar gemacht mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit Möglichkeiten, die er uns geschenkt hat. Wir können uns einsetzen. Wir können was bewegen. Wir können wirklich für Gott unterwegs sein. Und wir brauchen das nicht krampfhaft aus unserer eigenen Kraft tun. Und oft wir Christen tun das. Wir denken, wenn wir eine Aktion, die zweite Aktion, noch eine dritte Aktion mitmachen, oh, da sind wir gute Christen. Jesus sagt, darauf kommt es eigentlich nicht an. Ich habe euch diese Macht gegeben. Ich habe euch befähigt. Ich habe euch diese Gaben geschenkt. Und ich möchte die Frucht in euch erwirken. Ich möchte, das sind nicht nur gute Taten sind, sondern ich möchte, dass es eine Frucht des Geistes ist. Und das ist ein Unterschied, ob das nur wirklich eine Tat oder eine Frucht ist. Jesus bevollmächtigt damals die Jünger, Jesus bevollmächtigt uns heute, dich und mich, dass wir sein Werk tun. Und das Vierte, was ich nennen möchte, ich bin in der Beziehung zu Jesus. Jesus sagt hier seinen Jüngern und sagt, freut euch nicht in erster Linie darüber, dass ihr so toll seid und dass ihr tolle Dinge tut. Sondern er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was bedeutet das? Dass ihr im Himmel nicht fremd seid. Im Himmel kennt man euch, weil ihr eine Beziehung habt zu einem Schöpfer, zu einem Retter. Ihr habt eine Beziehung zum Vater im Himmel. Ihr habt eine Beziehung zu Jesus Christus. Ihr habt eine Beziehung zu Gott selbst. Ihr seid Kinder Gottes geworden. Darüber freut euch. Das soll auf der ersten Stelle in eurem Leben sein. Nicht die Taten, sondern die Beziehung soll einfach euch in dem Sinne in Bewegung setzen. Und wie oft fokussieren wir uns nur auf christliche gute Aktionen.
und haben so wenig Zeit für die Beziehung mit Jesus. Aus der Ruhe kommt die Kraft. Den Spruch kennen wir. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, ich möchte uns einladen, wirklich auch in die Stille immer wieder zu kommen und aus der Stille, aus der Anbetung Gottes wirklich diese Kraft zu schöpfen. Nicht nur wie eine Batterie zu wirken, dass man wirklich Power hat, aber dann ist die Batterie auch leer und dann sind wir wieder wochenlange down und haben keine Kraft, haben keinen Mut, haben keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, weil wir ausgeschöpft sind und einfach müde sind. Lass uns doch wie ein Verlängerungskabel ständig mit Jesus verbunden sein. Lass uns doch in diese Beziehung investieren. Lass uns doch wirklich auch mit ihm leben. Und die Frage ist, welche Qualität hat deine Beziehung zu Jesus? Und wisst ihr, die Beziehungen haben wir. Wir haben ja unglaublich viele Beziehungen in unserem Leben. Wir sind ja Beziehungswesen. Menschen sind Beziehungswesen. Aber es kommt darauf an, welche Qualität der Beziehung pflegen wir denn? Ich habe zu meinen Arbeitskollegen andere Beziehungsqualität als zu meinen Geschwistern. Und zu meinen Geschwistern habe ich andere Qualität als zu meiner Ehefrau. Auf die Qualität der Beziehung kommt es an. Und wir können wirklich diese Beziehung, möchte ich jetzt in drei, sage ich mal, Phasen einfach kurz uns vorstellen. Wenn wir nur davon erzählen, was wir alles erlebt haben, dann ist das eine, ich würde mal sagen, oberflächliche Beziehung. Wir haben das erlebt, wir haben das erlebt, wir haben das erlebt. Wie toll ist es doch. Und auch als Christen erleben wir oder erzählen wir oft, wir haben das erlebt, wir waren da, wir haben das auf die Beine gestellt. Tiefer wird es, wenn wir erzählen, wie wir das erlebt haben. Dann müssen wir uns mehr mitteilen, dann müssen wir unsere Gefühle, unsere Umstände erzählen. Wie war das eigentlich? Das macht doch die Beziehung aus, wenn wir auch wirklich den anderen kennen, was er fühlt, wer er ist, von der Persönlichkeit hier. Nun, ich möchte uns ermutigen, in die Beziehung zu Jesus so zu investieren. Ihn zu kennen, was er fühlt, was er empfindet, aber auch unsere Empfindungen ihm zu erzählen. Aber noch viel tiefer geht es, wenn wir die Frage, warum beantworten. Was sind die Gründe, die tiefste Wünsche in meinem Herzen? Was sind die Beweggründe, warum ich das eine oder das andere tue? Und wisst ihr, wenn ich meine Frau Lilly einen Blumenstrauß schenke, dann ist es nach außen toll und gut. Und sie freut sich natürlich. Aber die Sache ist doch, aus welchem Grund ich das tue. Und da möchte ich uns als Männer herausfordern und uns zu hinterfragen, warum tun wir das? Schenken wir unseren Frauen Blumenstrauß nur, damit wir prahlen können von den anderen Männern und sagen können, ich bin ein guter Ehemann, weil ich ja, wir oft Blumen schenke. Und wenn die Frau mitbekommt, dass das der Grund ist, dann würde sie wahrscheinlich sagen, diese Blumen kannst du behalten, oder? Einige Frauen nicken. Aber wenn ich dann auch sage und meine Frau erzähle, ich hatte so einen stressigen Tag und kurz bevor der Laden zu war, habe ich noch geschafft, einfach diese Blumen zu bekommen. Das ist schon echt viel wert. Und die Frau sagt, wow, der bemüht sich ja wirklich. Aber vielleicht will ich nur, dass die Frau einfach erkennt, wie toll ich wieder bin. Schon wieder ein falscher Grund. Oder tue ich das wirklich, diesen Blumenstrauß zu schenken, weil ich sage, ich habe letzte Zeit gemerkt, irgendwie wenig Zeit habe ich für dich gehabt. Und du bist mir wirklich so wertvoll. Und ich möchte dir wirklich diese Anerkennung einfach noch in diesem Blumenstrauß zeigen. Das ist doch, worauf es ankommt. Nicht auf Blumenstrauß schenken,
sondern es ist doch viel mehr. Die Beziehung macht doch viel mehr aus. Was sind unsere Gründe? Was bewegt dich, wirklich auch für Jesus unterwegs zu sein? Was bewegt dich, auch christliche Dinge auf die Beine zu stellen, Aktionen durchzuführen, mitzumachen bei solchen Weihnachtsmärkten? Und ich wünsche mir, dass es wirklich aus der Beziehung zu Jesus geschieht. Dass ich das tue, nicht weil das Joe hier bittet und Johann das einfach euch ermutigt hat, sondern ich wünsche mir, dass du das tust, weil du Jesus liebst und weil es dir wichtig ist. Und diese Tat ist nur eine kleine Äußerung von dem, dass du in der Beziehung lebst. Und wisst ihr, wenn wir so die Beziehung leben, wenn die Beziehung diese Qualität hat, dann sind wir erfüllt. Ich bin dann erfüllt von Gott. Ich bin vom Geist Gottes eingenommen. Und ich werde merken, auch wenn ich körperlich müde bin, werde ich merken, es erfüllt mich. Wisst ihr, der Gang auf der Zugspitze, das ist heute nur eine Erinnerung und eine Geschichte. Aber es macht mit uns in unsere Beziehung was damit, weil wir darüber reden und es entstehen noch viel mehr Gespräche und andere Sachen in unserem Leben und wir merken, dass wir mehr uns verstehen, dass wir mehr zueinander kommen. Es ist wichtig, dass wir unterwegs sind, dass wir Gesandte sind. Aber es ist wichtig, dass wir von Gott erfüllt sind und dass wir diese Erfüllung erleben. Wir werden merken, dass wir körperlich kaputt sind. Und ich weiß, dass viele von euch Teencamp mitmachen. Und nach einer Woche Teencamp ist man körperlich kaputt. Aber man ist erfüllt, weil man mit Gott was erlebt hat. Welche Qualität hat meine Beziehung zu Jesus? Ist sie nur von kurzer Power oder ist sie wirklich von Dauer gekennzeichnet? Und ich möchte jeden einladen, in diese Beziehung zu Jesus zu investieren, aus der Beziehung her Kraft für die Nachfolge und für den Dienst zu schöpfen und wirklich Gott zu preisen, Gott anzubeten, weil wir seine Gesandten sind. Er will dich und mich gebrauchen, damit das Evangelium die ganze Welt erreicht. Gott segne uns in diesem. Amen.